Mal wieder ein interaktives. Ach, was laber ich? Kein interaktives. Ein Item, ein passives Item. Und durch das passive Item sind wir schneller. Ja. Wurde leider gepatcht. Vor dem Patch war es nämlich Damage Up. Aber scheinbar war das doch ein bisschen zu stark bei The Curved Horns. Was später noch kommt, was ich jetzt auch noch nicht erklären werde. Hat Damage abgemacht, aber weil das so extrem schwer zu bekommen ist, hat sich der Entwickler bestimmt gedacht, dass The God Truth eventuell doch nur Speed Up bekommen sollte und nicht Damage Up. Das ist natürlich immer so eine Sache. So, das wird jetzt wieder ein bisschen knapp. Ich möchte ihn nicht töten, super. Und jetzt spende ich dem Herzen. In der Hoffnung, ich kriege was von ihm. Und ich bekomme erstmal eine Karte, eine Tao-Karte. Für Temperance. Ganz coole Sache gleich. Werde ich gleich mal einen ganz coolen Trick zeigen. Ja, irgendwie will er heute nicht. Was nehme ich mal gleich auf. So. Na, jetzt aber. Perfekt. Nee, nicht perfekt. Nehme ich nicht. Und jetzt werde ich mal ganz schnell noch ein, muss ich sogar nehmen. Also ich nehme erstmal hier wieder. So, wir kennen es ja aus dem letzten Part, da war es nur ganz schön Glück. Jetzt kann ich mit Book of Shadows, wenn ich Schutz mache und eigentlich ein halbes Herz opfern muss, muss ich doch kein halbes Herz opfern. Ziemlich geile Sache, zeige ich euch mal ganz kurz. So, man sieht, ich verliere kein Herz, kriege aber Geld dazu und bekomme jetzt auch mit Moms, Beute halt. Pillenbeute, genau. Oh, und jetzt in der Hoffnung, dass ich doch noch den Blutbeute eventuell bekomme, spiele ich da noch ein bisschen runter. Ja, okay, reicht. Gut. Das nehme ich sogar. Grimstone, Schwefel, leicht erklärt. Und Schwefel ist, ich muss es aufladen. Und wenn ich es aufgeladen habe, irgendwie kann er nicht. Ich will mal ganz kurz gucken. Ne, irgendwie will er nicht. Er schießt mich. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, doch, jetzt. Oh Gott, wie lange braucht denn das zum Aufladen? Okay, es wurde scheiße gepatcht. Ich hole mir erstmal den Kompass. Das heißt, wir können, sobald wir hier rausgehen, sehen, wo was ist. Also, das heißt, wir können sehen, wo der Gegner, wo der Boss ist, so. Da sieht man es jetzt nämlich auch. Wir können sehen, wo der Boss ist. Wir können so ziemlich alles sehen. Ich finde es jetzt ein bisschen scheiße mit Brimstone. Man muss die Schüsse aufladen und dann macht er auch Schaden. Eine ganze Menge sogar. Aber wenn ich schon sehe, wie lange ich aufladen muss, dann kommt ja schon wieder das Abbrechen. Ja. Nehme ich das? Nehme ich das nicht? Doch, ich nehme es mal ganz kurz. Das ist Karten von der Deck voller Karten. Wenn ich es auf Space einsetze, ja, wird mir eine Karte gegeben. Und in dem Fall ist der Tower, den ich jetzt nicht einsetzen werde, aber den ich auf jeden Fall gleich noch erklären werde. Ich gehe mal ganz schnell zum Endboss, zum Boss. Und der Boss ist The Hollow. Wow. Respekt. Eventuell habt ihr das gesehen. Erstmal haben wir Spelunker bekommen. Auf Deutsch, wir haben es geschafft. Durch die Caves. Dann würde ich hier ganz kurz rein und gegen Krampus kämpfen. Ich nehme alles zurück. Das wurde ja so heftig gepatcht. Man muss übelst lange aufladen jetzt. Aber ein Treffer und der Gegner ist fast tot. Da. So, you got a gift from Campus, der uns gar nichts bringt, aber Hauptsache wir haben es. The Hermit brauche ich jetzt nicht. Doch, brauche ich jetzt. Also The Tower werde ich ganz kurz zeigen. Halt The Book of dieses Buch, der Effekt, jetzt habe ich vergessen, wie der Name ist. The Hermit bringt uns in den Laden, falls halt einer noch wäre. Aber wir waren ja schon in den Laden, deswegen ist es jetzt für uns noch ziemlich unrelevant wieder. Und werden das erst, werden das erst danach einsetzen. So, wir haben jetzt. Ah, Mist, jetzt habe ich angenommen. So. Portable Blueback bringt mir nicht viel, wirklich eigentlich gar nichts. Ich habe es als Space Item immer, wenn ich es aus Space einsetze. Opfer ich ein halbes Herz und bekomme dafür Geld. Schwachsinnig halt, denn ich kann davon nicht den Blutsack bekommen, leider, aber so ist das ja nun mal. So, wir gehen hier noch ein bisschen forschen.
Ich nehme alles zurück, was ich über Schwefel gesagt habe. Es wurde anscheinend so gepatcht, dass ich ziemlich lange brauche zum Aufladen. Aber dafür One-Hit. Also wirklich One-Hit. Das hat man eben beim Endboss gesehen. Ein Angriff tot. Bei Krampus auch ein Angriff tot. Jetzt kann ich noch schnell erklären, was die Kohle macht. Man kann es nämlich leider nicht sehen. Aber trotzdem kann ich es ja erklären, würde ich sagen. So, und zwar, die Kohle ganz leicht zu erklären, wenn ich jetzt, also ich habe ja eine bestimmte Reichweite, wenn ich jetzt schießen würde mit einer Träne, dann würde ich ja zum Beispiel bis zur Hälfte kommen. Man sieht es ja bei Bruder Bobby, da irgendwann hört er auf, irgendwann fällt er um, da fällt die Träne runter. Und umso weiter die Träne fliegt, ist da der Effekt, dass halt die Träne, umso weiter sie fliegt, umso größer und stärker wird. Also umso mehr Schaden richtet sie an. Ja, ganz cooles Item, auf jeden Fall. Mit Schwefelsäure bringt es gar nichts. Auch auf jeden Fall. Du bist jetzt ein bisschen nervig, so, wenn ich die ganze Zeit eh aufladen muss. So, hier noch ein Schlüssel, super Sache. Der kann ein bisschen nervig sein. Der andere auch. Und ich würde sagen, ja, macht sich blöd. Ich muss jetzt wieder ein bisschen aufladen. Da. Und bekomme hier knallhart den goldenen Schlüssel, der mir jetzt leider gar nichts mehr bringt. Bisschen schade. Na, lade auf, Kollege. Weil die sind nicht lange so in Kombination. Nee, brauche ich nicht. Ja, da kommen wir jetzt nicht rein, weil wir haben ja nicht voll Herzen. Schade, aber wahr. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal gleich in die nächste Ebene. Hier noch ganz schnell probieren, ob hier der Secret Room ist. Nee. Ja, dann ist er das halt nicht. Dann wurde der Secret Room auch so gepatcht, dass er jetzt nicht mehr, dass er nicht mehr so gelagert ist, sondern auch irgendwo anders sein kann. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man ihn nicht vorhersehen kann. Aber egal, wir gehen jetzt in ein neues Gebiet, und zwar The Depths 1. Und ja, jetzt wird schon ein bisschen härter, Leute. So. Ja, da wird es nämlich schon hart. Erstmal 7 Münzen einsammeln. Ich muss diese 7 Münzen einsammeln. Das finde ich schon ein bisschen krass. Da war ein Champion. Auch kein Problem mit Schwefelsäure. Ich gehe hier nicht rein. Aber ich gehe auf jeden Fall hier rein. So. Dann mal ganz kurz hier so. Gucke mal. Perfekt. Mir kann ja gar nichts passieren. So. Ja, noch ganz schnell, die sind ein bisschen nervig, denn die können springen. Oh, das ist auch ein bisschen blöd. Das ist wirklich ein bisschen blöd gelaufen. Eieieiei. Die setze ich ein. Telepille. Fuck. Alles ein bisschen blöd. So. Aber kein Problem. Eieieiei. Gehe ich hier ganz kurz mal runter, einfach mal Hallo sagen. Wow. So, wie gesagt, ich nehme alles zu Brimstone zurück. Overpowered, und dann hat sich die Sache. Ich gehe mal ganz kurz gucken, wer denn der Gegner ist. Der Gegner ist Monstro 2. Wir kennen ja mittlerweile schon Monstro 1. Nein. Gott, war das schlecht von mir. Ich wollte eigentlich, ich habe jetzt darauf geachtet, was gespawnt wird. Beim blauen Stein. Habe auch gesehen, dass es ein Seelenherz war und habe leider nicht auf den Schuss geachtet. Ja, das war ein bisschen missraten. Das tut mir leid. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Wir haben wieder eine ganze Menge coole Items bekommen. Ich hoffe, ihr habt wieder so den Mist verstanden, den ich gelabert habe. Und ja, das war's von mir, denn wir sehen uns im nächsten Part, würde ich so mal ganz knallhart sagen. Und ja, bis dahin, auf Wiedersehen.